Sixers.tv, das Basketballmagazin, präsentiert von Media Tools. Die Gießen 46ers nehmen Kurs in Richtung Aufstieg. Auch das zweite Spiel gegen Nürnberg gewannen die Mittelhessen vor heimischer Kulisse mit 78-65 und haben damit am Freitag in Nürnberg bereits den ersten Matchball zum Finaleinzug. Knapp 3000 Zuschauer wollten ihre Mannschaft in der Osthalle unterstützen. Die Euphorie in Gießen riesengroß. Die Partie von Beginn an intensiv und kampfbetont. Wells auf Di Leo und der Kapitän aus der Distanz zur 5:2 Führung für die 46ers. Mit der lautstarken Unterstützung der Fans im Nacken waren die Gießener fest entschlossen, die Serienführung auszubauen. Eric James Palm zum 17:8 gegen Ende des ersten Viertels. Allerdings antwortete Nürnberg noch vor der Sirene mit einem 7:0 Lauf. Mit 21:17 aus Gießener Sicht ging es in den zweiten Abschnitt, in dem zunächst auch Nürnberg den Ton angab. Als Michael Fleischmann per Dreier traf, brachte er die Gäste erstmals in Führung. Doch 46ers Scharfschütze Hawley fand die passende Antwort. Gießen hatte sich jetzt wieder gefangen. Wells mit dem Steal und dem Dunking. Kurz vor der Halbzeitpause Gießen mit 41:32 vorne. Und quasi mit der Sirene erhöht Liszka von der Dreierlinie gar auf eine zweistellige Führung. 45:34 zur Pause, die 46ers auf Kurs. Den Nürnbergern war langsam aber sicher der Druck anzumerken, die spielerische Leichtigkeit zu Beginn der zweiten Hälfte dahin. Wells fängt den Pass ab, langer Ball auf Polas, der direkt weiter zu Marholt und der vollendet die schöne Kombi cool. Doch Gießen verpasste es, sich weiter abzusetzen. Die Führung vor dem Schlussabschnitt nur 7 Zähler, 59:52. Und hier witterte Nürnberg nochmal seine Chance, kam auf Tuchfühlung. Doch auf der Zielgeraden Gießen das heißere Team, die Mannschaft mit mehr Herz. Und das unterstrich vor allem Cameron Wells an diesem Abend. Der US-Amerikaner nicht nur mit vielen gelungenen Pässen und Balleroberungen, sondern mit den wichtigen Punkten. Wells mit 19 Zählern auch erneut Gießens Topscorer. Am Ende gewinnen die 46ers mit 78:65 und fahren jetzt mit ganz breiter Brust ins Frankenland. Nach 2 Jahren der Zweitklassigkeit kann dann am Freitag bereits der sportliche Wiederaufstieg perfekt gemacht werden. Wir haben heute als Team richtig gut zusammengespielt. Die Pässe haben gepasst und wir haben uns gegenseitig freigespielt. So müssen wir das jetzt in Nürnberg auch nochmal zeigen. Ja, wir haben heute verloren, weil wir den Korb nicht so attackiert haben, wie Gießen das gemacht hat. Gießens kleine Leute haben viel attackiert, viel die Hälfte gezogen und wir haben halt zu viel versucht, von außen Hero Ball zu spielen. Deswegen geht die Niederlage, glaube ich, in Ordnung. Gießen 46ers.tv, das Basketballmagazin, präsentiert von Media Tools.